Kickstart in das Video, cool, dass du wieder dabei bist. Es ist wieder ein kleines Update gekommen, es ist wieder was verändert worden und es gibt wieder was Neues, Alter. Und zwar hat The Cycle himself mir unter mein vorheriges Cycle 51 Abonnentenvideo kommentiert, dass es ein nettes Video ist. Ich habe mich unnormal gefreut. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich mit einem Kanal, also als super kleiner Creator, einfach von der Seite des Spiels angeschrieben werde und dass die Leute mein Video zu sehen bekommen. Ich habe mich extremst gefreut und es gibt noch eine andere Sache. Und zwar hat Hand of Blood eine Kooperation mit Cycle. Und dort habt ihr aktuell die Möglichkeit, einen Anhänger für das Spiel zu bekommen. Mit einem Code, den ihr unter seinem Video findet. Ich habe mich mega gefreut zu sehen, dass er bereits die zweite Kooperation mit Cycle macht. Und ich sag nur so viel, der Anhänger ist ziemlich cool. Dort steht drauf, Ehre Henno. Und ich freue mich echt, dieses Spiel weiterzuspielen und zu sehen, wie es sich weiterentwickelt. Apropos weiterentwickeln, ich habe mein Loadout etwas angepasst und meine Waffen verändert. Warum und wie, erfahrt ihr in dem Video. Es ist nicht mehr möglich zu springen oder ich sag mal so, im Sprung kann man das Magazin wechseln. Das Problem ist, wenn man nachlädt und hochspringt, wird die Nachladeanimation komplett abgebrochen, also so zurückgesetzt. Dann hat man nicht mehr die Möglichkeit nachzuladen währenddessen. Das ist insofern unpraktisch, weil ich sehr gerne springe. Daran muss ich mich auf jeden Fall erstmal noch gewöhnen. Es gibt wieder zahlreiche Änderungen, und zwar meine 200er Waffe. Ich habe die Pfeilpistole als 200er Waffe genommen. In diesem Patch wurde der Schaden der Pfeilpistole erhöht. Oh Mann, ey, ich höre doch hier schon wieder ein. Wieder der gleiche. Der arme Dude, ey. Kriege ich jedes Mal Punkte dafür, wenn ich ihn umhaue? Oh Mann, das kann doch nicht so schwierig sein. Jawohl, ey. Wo ist er hin? Ach da. Bounty claimed. Na gut, immerhin gibt es Punkte. Auch wenn er mich gerade hier ein bisschen von meinem Arbeitszyklus abhält. Ich starte es einfach, was soll's. Dann kriegen wir die erste Ablenkstation halt nicht. Ja genau, bei der Pfeilpistole wurde der Damage angepasst. Deswegen spiele ich die auf jeden Fall wieder. Ich finde, das macht die auf jeden Fall wieder spielenswerter. Natürlich, im PvP sind es immer noch, ich sag mal, nur 5% mehr Schaden. Aber das ist nicht schlimm. Durch die Damage-Anpassung ist es halt durchaus wieder spielbarer geworden. Und die ist immer noch sehr präzise und schnell. Ich habe das mal so ein bisschen gegengetestet. Und ich finde, es macht auf jeden Fall Sinn, die zu spielen. Oh Mann, da ist der Typ schon wieder. Natürlich mit einer Schrotflinte. Mann, der ist ein bisschen frustriert, glaube ich. Aber ja, wäre ich auch, wenn ich einfach dreimal gegen einen und denselben Typen rausfliege. Er weiß wahrscheinlich auch nicht, dass ich dafür die ganze Zeit Punkte bekomme. So, den Tausender haben wir hier gleich. Das ist sehr gut. Ich spiele weiterhin im Solo. Ich habe leider keinen Squad, mit dem ich spielen könnte. Übrigens an den Waffen, die ich ausgerüstet habe, dort könnt ihr diesen Anhänger von Hand of Blood sehen. Dort steht Ehre Henno. Ihr könnt euch den Code bei Hand of Blood in seinem Cycle-Kooperationsvideo in der Videobeschreibung holen. So, der hat hier die Kisten geplündert. Ich habe mich schon gewundert, wie soll er das bitte gemacht haben, Waffen unten im Turm zu bekommen in der Zeit. Scheinbar hatte er ordentlich Glück, weil sehr viel farmen konnte er ja nicht, ne? Der arme Junge, ey. Das war jetzt, glaube ich, das vierte Mal, dass wir den bekämpft haben. Ich gehe nur kurz die Pilze abgeben, weil die Pilze kann ich echt nicht gebrauchen, wenn ich gleich im Cycle unterwegs bin. Im Cycle Spike. Achso, übrigens bei der Map, ne? Soll es nicht mehr möglich sein, mit dem Fahrzeug... Ach was! Hier wird das... das E-Weg-Schiff wird also hier landen. Es soll hier nicht mehr möglich sein, mit dem mit dem Fahrzeug zu E-Wecken. Oder direkt dorthin zu fahren.
Das finde ich ziemlich cool, weil ich glaube, in der letzten Folge war es hier auch so, dass ein paar Leute entkommen sind, dadurch, dass sie halt einfach mit dem Fahrzeug reingefahren sind. Moment mal, dieser Sturmrohling. Ach, das ist doch locker aus einem Nest oder so. Oh nee, ey. Nein, ich will kein Team. Ich lasse ihn weggehen. Okay, er wird mich jetzt umhauen wollen. Alter, no way! Alles klar. Na warte, den hole ich mir. Der hat einfach meinen Kristall geklaut. Obwohl ich ihn am Leben gelassen habe. Let's join up. Nein, ich hätte es sicherlich nicht. Unlucky, ey. Das werde ich also nicht nochmal machen. Ich wurde gesehen. Ach da. Okay. In der Richtung. Wow, das ist echt ein großer Spike. Die sind zu zweit unterwegs, oder was? Okay, dann haben wir. Okay, den zweiten haben wir auch. Sehr schön. Ach, die Uplink Station, Mann. Ich hab die einfach noch gar nicht diese Runde gehabt. Sehr gut, dann hole ich mir die einfach. Das war eigentlich der Grund, warum ich hier so die ganze Zeit rumgecampt habe. Strength in numbers. Nein. Wie süß. Türme bekämpfen sich gegenseitig. Alles klar. Der wird sich das Teil wiederholen wollen. Ich gehe lieber aber in die Mitte, um die Pilze abzugeben. Das sind 11 Stück. Das ist ziemlich krass. Ach Mist, die Uplink wurde jetzt eingenommen. Schade. Übrigens, der Lacerator wurde auch noch gebufft. Also, wenn ihr sowieso schon am Sniper spielen wart, dann macht weiter. Und am besten mit dem Lacerator. Ich finde den eigentlich nice. Ich habe mir den jetzt auch, wie ihr sehen könnt, hier in meine Kaufleiste gepackt. Allerdings ist das nicht meine Art und Weise zu spielen. So, wenn man auf der Bohrinsel ist und sowieso zu viel Kohle hat, sage ich mal, dann ist das schon ganz cool, ne? Nein, ich will kein Team. Okay, alles klar. Sollte ich abhauen? Ich glaub schon. Oh oh. Ach, die sind sogar zu zweit. Gut zu wissen. Ah Mist, wieder meine Nachladeanimation abgebrochen. Das passiert mir einfach regelmäßig, das ist echt uncool. Das muss ich mir abgewöhnen. Also, das Nachladen abzubrechen hilft mir nichts. Ab in Nahkampf. Oh! Das habe ich ja schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Warning. Hostile creatures detected in evac zone. Eliminate them. Hey, nice. Bounty target dispatched. Hostiles eliminated. Kurz regenerieren. This probably void the warrant. Time to get off this rock. Hurry up, or you're in for a long. Okay, der Evac ist jetzt möglich. Da ist noch ein Turm. Oh nice, den haben wir noch bekommen. Junge, was geht denn hier ab? Also diese Änderung gefällt mir gerade sehr. Die Leute eskalieren hier gerade richtig. Okay, nice. Der ist auch raus. So. Jetzt nochmal hier hoch. Hallo? Oh Mist, wie komme ich denn jetzt am besten da hoch?
Ich höre ein Fahrzeug. Ach da. Von wegen, man kommt ja mit dem Auto nicht mehr hin. Wie auch immer er das gemacht hat. Oder wo auch immer er herkam. Warte, wir nehmen mal eine andere Knarre. Ah, Durchschuss funktioniert also auch nicht bei den Barrikaden. Oh, da oben ist ein Sniper. Oh, dass das nicht getroffen hat, war echt unlucky. Mist, jetzt sind wir raus. Okay, ich laufe hoch und Iwecke. Mist, der Sturm hat begonnen. Ich schaff das nicht mehr. Ich schaff's noch. Oh, wow! Ich schaff's noch. Geil. Oh, Mann. Da haben wir echt noch bis zum Schluss gefightet. Ja, die anderen sind jetzt natürlich raus. Ey, geil, sogar als Erster. Ja, das war eine erfolgreiche Runde, Leute. Ich hoffe, ihr hattet wieder mal Spaß. Diese Folge ist auf jeden Fall wesentlich kürzer als alle anderen, die ihr bis jetzt gesehen habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.